Hi zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich für euch einen Tag und 6 Produkte, die ich euch für den Herbst zeigen muss, weil die für mich ein absolutes Must-Have sind. Dazu möchte ich auch ein paar Mädels taggen. Und zwar einmal die Sandy vom Kanal Sandylicious. Ich schreibe euch das hier hin. Einmal die liebe Tara vom Kanal TamTam. Dann die Heidi vom Kanal Rosella Mia, die liebe Steffi vom Kanal Mama Co. und die wunderschöne Göste vom Kanal Göste Dudan und auch die Kim von Ruby Loves Candy. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr ja mit dabei seid. Ihr müsst im Prinzip nur 6 Produkte zeigen, die für euch ein Must-Have sind im Herbst. Aber alle 6 Produkte dürfen nur in eine Farbrichtung gehen. Ich habe heute den Farbton Masala und bin wirklich sehr, sehr gespannt, was ihr dann zu zeigen habt. Fangen wir an mit dem Tipp Numero Uno für den Herbst, und zwar ein Nagellack von Essie. Das ist der Bahama Mama. Ich liebe den und der wird im Herbst und im Winter immer bei mir wieder rausgeholt. Ich liebe den und ich hatte einfach so Lust auf diesen wunderschönen Masala-bärigen Weinrotton. Ja, ich finde den wirklich sehr, sehr hübsch. Ich trage den heute auch und ja, kann ich euch nur empfehlen. Essie-Lacke sind sowieso bombengut. Nicht alle, da gibt es natürlich immer welche, die vielleicht nicht so cool sind, aber bei dem hier kann ich euch wirklich sagen, mit einer Schicht deckt das und die Farbe knallt. Die knallt, ich liebe es. Es geht weiter mit einem Lippenstift. Was könnte ich euch denn zeigen, wenn nicht MAC? Ich liebe MAC und zwar ist es Rebel. Das ist ein Satin und ich finde, dass der von der Haltbarkeit einem Matten sehr, sehr ähnelt. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein Must-Have. Das sollte jedes Mädel unter euch haben, weil das einfach eine unglaublich schöne Farbe ist. So schaut der aus. Ja, der hält super, super gut und auch den trage ich heute. Dann möchte ich euch ein Blush zeigen, auch in einen ja, Masala-Weinrotton. Der nennt sich Pomegranate 923 und ist einer von Sleek. Habe ich schon gesagt, dass ich die Verpackung von Sleek hasse? Dafür ist der Inhalt Gott sei Dank schöner. Und zwar ist hier ein Spiegelchen mit drin, finde ich immer toll. Und so schaut die Farbe aus. Da sind wunderschöne, fliederne Glitzerpartikel mit drin. Hat aber auch einen Bordeaux-Touch, würde ich sagen. Die Farbabgabe ist wirklich super. Dieser Blush ist gigantisch pigmentiert. Das ist auf jeden Fall ein Blush, was ich in dieser Jahreszeit sehr, sehr gerne trage. So, dann kommen wir zu einem Schal. Das darf natürlich nicht fehlen, damit wir uns nicht erkälten. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, ist meine Stimme so ein bisschen unstabil. Und es liegt daran, dass ich so ein bisschen verschnupft bin. Meine Nase ist zu und ich bin so ein bisschen erkältet. Aber ich hoffe, dass ich nicht krank werde. Ja, kommen wir zurück zu meinem Schal. Auch das hier ist eine wunderschöne Farbe, wieder in diesem bärigen Ton. Das habe ich mir bei Mr. & Lady gekauft und ich liebe es. Es gefällt mir richtig, richtig gut. Und das Allerwichtigste daran ist natürlich nicht nur, dass es gut aussieht, sondern dass es auch warm hält. Und ich finde die Farbe richtig toll. Die ist ein Trend dieses Jahr und von dieser Farbe sollte jeder was haben. Ja, dann kommen wir zu einer Lederjacke. Ich liebe diese Jacke. Ich habe die schon, glaube ich, 4 Jahre. Ich habe die mir mal bei Only gekauft und ich finde die toll. Ich denke aber, dass ihr ja so ähnliche Jacken momentan im Markt überall findet. Ja, weil einfach die Farbe momentan total im Trend ist. Ich liebe Lederjacken. Ich finde, die kann man richtig toll kombinieren mit einer Jeans, mit einer schwarzen Hose oder ja, mit allem. Ob das jetzt Sneakers sind, High Heels oder Boots oder Stiefeletten, eine Lederjacke geht immer und ich finde die einfach nur toll und ich finde die Farbe einfach nur klasse. So, dann habe ich noch einen Lippenstift, was ich euch auch unbedingt empfehlen muss, und zwar hat mich damit die liebe Tara angefixt. Ja, das ist von Maybelline ein Super Stay 24 Color Lippenstift in der Farbe 260 Wild Berry. Und auch das ist ein wunderschöner, bäriger Ton. Was mir an diesen Lippenstiften so gut gefällt, ist natürlich die Haltbarkeit. Die ist einfach bombastisch gut. Ich trage den morgens auf und abends sitzt der immer noch perfekt. Ein Tipp ist nur, dass ihr davon einfach erstmal nicht zu viel Farbe nimmt, damit einfach ja, der Lippenstift dann einfach nicht so bröselt. Ihr lässt es dann ein bisschen trocknen. Also ihr solltet dabei nicht reden oder gar nichts. Einfach nur stillstehen. Und hinterher nehmt ihr die Lippenpflege, gibt
klebt es drüber und schon habt ihr einen mega geilen Lippenstift, der einfach den ganzen Tag hält. So Mädels, ich hoffe, dass mein Mini-Video euch gefallen hat. Ich hoffe, dass bei diesem Tag ganz, ganz viele mitmachen. Und ich hoffe, Mädels, dass ihr mitmacht. Ja, also ich bedanke mich, dass ihr wieder mit dabei wart, dass mein Video für Inspiration gesorgt hat. Und ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.